Und wenn wir schon vom bitteren Herrn sprechen, dann möchte ich gerne den angekündigten Gast, den wir heute da haben, hier ans Mikro holen. Marc, komm mal zu uns und vielleicht mal einen Riesenapplaus, dass er sich dieser Gefahr ausgesetzt hat, um da unten wirklich mal objektiv zu berichten, zu recherchieren und dass er heute hier bei uns ist. Ich gebe dir mal das Mikro, Marc. Hört man mich? Ich werde wahrscheinlich ein bisschen leiser sein als mein Vorredner, weil ich stimmlich etwas geschädigt bin, weil wir da unten, ich werde es gleich auch mal sagen, wir sagen nicht mehr Ukraine, denn die gibt es nicht mehr. Wir sagen Donbass, weil dieses Land, das ja eigentlich nur ein künstliches Russland war, im Moment einfach aufgehört hat zu existieren. Also, es ist nichts als Schutt und Asche und Tod und Chaos und Verderben. Und deswegen, wenn ich Ukraine höre, dann schmerzt es mich immer so ein bisschen. Ist aber nur meine ganz persönliche Ansicht. Ich würde euch gerne mal um was bitten. Ich würde euch mal bitten, wie ihr da hinten steht, mal bis zum Straßenrand zurückzugehen. Okay. Alles klar, danke. Hört ihr mich noch? Okay, ich rede ein bisschen lauter. An euch, die hier rechts steht, würde ich mal bitten, bis zu den Bänken zurückzugehen. Okay. Danke. Hört ihr mich noch dann? Ich rede ein bisschen lauter. Das ist der Durchmesser eines Kraters einer ballistischen Rakete. Einer ballistischen Rakete. Kachka-Yu heißen die Dinger. Und dieser Krater ist so tief wie die oberste, also die zweite Reihe dieser Fenster. Und das ist nur der Aufschlagskrater. Wenn eine ballistische Rakete, Tochka-Yu, hier einschlagen würde, wären diese ganzen Gebäude so flach wie der Boden. Und das Schlimme an diesen Raketen ist, dass sie kurz vor dem Aufschlag Kapseln verstreuen, man nennt es Streubomben. Hunderte von Kapseln, die mit Sprengstoff gefüllt sind und die beim Aufschlag Schrapnelle durch die Gegend schießen, über hunderte von Metern. Ihr könnt wieder zurückkommen. Ja. Und die Menschen da unten sterben nicht durch den Aufschlag einer ballistischen Rakete. Sie sterben an diesen Schrapnellen. Und diese Schrapnelle zerfetzen alles, was ihnen im Weg steht. Und es ist unvorstellbar, welche Verletzungen diese Schrapnelle verursachen. Ich glaube, ich habe so ein Ding mit. Ich muss mal gucken. Das ist ein Schrapnell. Ich gebe euch das einfach mal. Ihr könnt das mal reinfassen. Das ist ein kleines Schrapnell. Es ist scharfkantig, aufpassen. Soll ich mal rumgehen? Krass. Diese Schrapnelle fliegen zu Tausenden durch die Gegend beim Aufschlag einer Tochka-Yu-Rakete. Schon krass, ne? Vor zwei Tagen sind zwei in diesem Chemiewerk eingeschlagen. Und was dieses Chemiewerk getroffen wurde, in dem sich auch eine Munitionsfabrik befindet, ist eigentlich ein Glücksfall, weil es mal keine zivilen Wohnviertel getroffen hat. Ich war jetzt zwei Monate da unten und ich habe seit dem 17. Juli nicht einen Tag erlebt ohne Bomben.
Ich habe keinen Checkpoint passiert. Das sind ca. 20 am Tag. Der auch nur ansatzweise in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es sind keine militärischen Ziele, die bombardiert werden. Wir haben heute Montag. Letzten Dienstag? Ja, letzten Dienstag. Während einer Waffenruhe. Ich hab von dieser Waffenruhe aus den deutschen Medien erfahren, im Übrigen. Gab es an diesem Dienstag, nachmittags um 17 Uhr, die höchste Anzahl von Toten in Donetsk durch Bombardement. Während dieser Waffenruhe. Die höchste Anzahl an Toten in einem Tag. Im Kirovsky-Distrikt, relativ nah am Zentrum. Und ich erinnere mich deswegen genau daran, weil ich an diesem Tag, justement zu dieser Zeit, einen kleinen Laden gefunden hatte, nahe am Kirovsky-Distrikt. Und dort Überraschungseier gekauft habe. 40 Stück. Alles andere ist weg. Überraschungseier kauft niemand in Donetsk, weil die Schweine teuer sind. Und ich habe die Dinger gekauft für Kinder. Wir waren einen Tag davor, waren wir in einem Flüchtlingshostel, wenn man so will. Das ist so ein Gebäude wie das da ungefähr. In dem ausgebombte Familien und Kinder leben. Ich habe diese Fotos veröffentlicht. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird es gesehen haben. Die Bilder von den Mädchen und den Jungs. Und ich bin einen Tag später dorthin gegangen. Einfach nur, um denen mal irgendwie eine Freude zu machen. Es ist relativ schwierig, in Donetsk irgendwie gerade was zu kriegen. Ja. Überraschungseier hatten sie also noch in rauen Mengen, weil die scheiß teuer sind und sich kein Mensch die leisten kann. Und während ich von diesem kleinen Laden 250 Meter weiter zu diesem Hostel gelaufen bin, begann der Beschuss im Kirovsky-Distrikt. Und es gibt so ein bestimmtes Geräusch. Das ist das Pfeifen von Granaten. Und wenn man das hört, dann weiß man, es ist verdammt nah. Der Kellereingang ist dahin. Und drei Straßen weiter sind auf einen Schlag 20 Menschen gestorben. Und diese Waffenruhe galt für alle militärischen Einheiten. Das heißt, die Opatschenje, also die Volkswehr dort unten heißt Narodnoye Opatschenje. Wir reden also auch immer von der Opatschenje. Ich wollte den Begriff nur erläutern. Die Opatschenje und die ukrainischen Truppen haben sich das eine oder andere Gefecht geliefert, aber ansonsten schwiegen diese Waffen in den Gefechten. Das hatte den Grund, dass die ukrainischen Truppen sich versucht haben zu reorganisieren. Sie haben fast 60% ihrer Männer verloren. Das sind unfassbare Verluste, die dort erleiden. Diese Meldungen aus diesen Kesseln sind also auch tatsächlich wahr. Es gibt ein Video von mir, das ist, glaube ich, Part 4 von diesem Battle, in dem wir mittendrin waren. Und wir inspizieren dort diese Stellungen der ukrainischen Kräfte. Diese Stellungen sind T-förmig angelegt gewesen und einer dieser Stränge von diesem T hatte eine Länge von 2 Kilometern. Das heißt, es waren dort ca. ungefähr 3000 Mann an ukrainischen Truppen, die also eingekreist und eingekesselt waren und dort heftig unter Beschuss genommen worden. Und wir haben dort unfassbar viel Waffen und Munition gefunden. Das heißt, nur mal so am Rande. Die Opatschenje hat es gar nicht nötig, dass Russland, wenn es denn überhaupt Waffen liefern würde, Waffen liefert. Weil die Ukrainer so viel zurücklassen, ja, was die dann eben benutzen können. Also insofern ist das völliger Unsinn. Und diese Waffenruhe wurde also dafür genutzt, um die ukrainischen Truppen zu reorganisieren, nordwestlich von Donetsk, in der Flughafengegend zwischen Donetsk und Gorlovka. Das im Übrigen dann auch die Ecke ist, in der diese Chemiefabrik ist, in der dann diese zwei ballistischen Raketen eingeschlagen werden. Was nicht aufgehört hat während dieser Waffenruhe, ist das permanente Bombardement. Die Stadt wird also beschossen
Und Donetsk ist eigentlich noch im Vergleich zu Lugansk relativ gut drin. Lugansk ist eine Stadt mit ca. 500.000 Einwohnern früher mal gewesen. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Braunschweig hat, also wie viele Einwohner hat Braunschweig? 250. 250. Okay, wir können also davon ausgehen, dass Lugansk ca. doppelt so groß ist wie Braunschweig. Und Lugansk ist die absolute Hölle. Weil in Lugansk steht eigentlich kaum noch ein Stein auf dem anderen. Die Leute haben kein Wasser. Seit Wochen kein Wasser. Und wenn diese russischen Hilfstransporte, die ja, was sind sie, völkerrechtswidrig oder sonst irgendwas, ja, wenn die da nicht hingekommen wären, die Leute verhungern auf der Straße. Und sie werden trotzdem jeden Tag bombardiert. Und das Schlimme ist, diese Hilfstransporte sind angekommen in Lugansk und jetzt auch in Donetsk. Und in Lugansk ist es den Leuten fast nicht möglich, sich irgendwas zu essen zu holen aus diesen Hilfstransporten, weil sie permanent bombardiert werden. Und es ist einfach so, ihr werdet sicherlich auch die Bilder gesehen haben von Leuten, die da einfach so auf der Straße rumliegen. Wie kann sowas passieren? Man sieht keine Einschlagskrater oder sonst irgendwelche Dinge. Ich weiß nicht, wo das Schrapnell ist. Das. Und diese Granate schlägt da hinten ein. 100 Meter weiter. Und du bist tot. Weil du hier stehst. Du hast keine Chance. Und das sind vergleichsweise noch humane Waffen. Das ist tschechische Munition. Die Dinger haben ungefähr so einen Durchmesser, die Geschosse, die aus Haubitzen kommen. In einem der ersten Videos waren wir in Donetsk kurz nach dem Bombardement. Da gibt es auch diese schrecklichen Bilder von diesem toten Menschen, der da an dem Eingang liegt, der im Übrigen Hausmeister in diesem Haus war und nichts anderes gemacht hat, als seinen Eingang befähigt hat. Die Granaten sind also in unmittelbarer Nähe bei ihm eingeschlagen und was man noch erkennt, ist das Bein. Der Rest ist völlig zerfetzt. Und wie gesagt, es sind diese Schrapnelle, die so furchtbare Schäden anrichten, aber es ist noch human. Wenn sie Grad einsetzen, ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, was für Folgen Grad hat. Grad sind diese Mehrfachraketenwerfer. Ja, das sind also diese Lafetten, die kennen wir noch so aus dem Ende Zweiten Weltkrieg, hat man das da mal gesehen, genannt Katyushas oder Stalin-Orgel. Ja. Das sind also Lafetten, die haben 20, 30 Raketen, die auf einen Schlag abgefeuert werden. Also nicht auf einen Schlag, sondern im Abstand von so hundertstel Sekunden. Und die sich wie ein Fächer quasi ausbreiten und eine unvorstellbare große Fläche auf einmal verwüsten. Und wenn ein Gradangriff stattfindet, man hört das. Also wir können mittlerweile sehr gut zwischen Incoming und Outgoing Fire unterscheiden. Und Artillerie hört sich immer anders an als Grad oder Uragan. Uragan ist noch eine schlimmere Variante. Und man hat ungefähr 5, 6 bis 10 Sekunden Zeit. Wenn eine Gradsalve abgefeuert wird vom Rand der Stadt, irgendwo zu versuchen, unter die Erde zu kommen. Weil gegen Grad hilft gar nichts. Gegen so ein Geschoss, das dort hinten 100 Meter weiter einschlägt, mit diesen Schrapnellen, hilft so ein Denkmal. Also, da kann man dann dahinter gehen, wenn man weiß, dass das Ding da einschlägt. Ja. Bei Grad ist das nicht mehr möglich, weil Grad trifft auf wirklich wie ein Fächer. Ja. Und die Wirkung ist einfach verheerend, beschreibt es nicht. Verheerend beschreibt es nicht. Ja, zurück zur Waffenruhe. Wie gesagt, während dieser Waffenruhe wurden die Gefechte im Großen und Ganzen eingestellt. Die ukrainischen Truppen haben sich reorganisiert. Aber der Beschuss dauerte eben an. Man lernt zu leben damit. Das ist schon so, das muss man sagen. Man gewöhnt sich dran. Das Schlimme ist, die Leute, die eben da sind und die diesen Beschuss dauerhaft haben, die gewöhnen sich so sehr daran, dass sie es einfach verdrängen. Also ca. 60% der Leute dort unten in Donetsk kriegen vom Krieg überhaupt nichts mit. Weil die so machen. Sehe ich den Krieg nicht, sieht er mich auch nicht. Und das sind die, die dann einfach irgendwo rumliegen, auf der Straße, weil sie von irgendeinem Schrapnell.
Ich habe vorhin gesagt, wir sagen nicht mehr Ukraine, wir sagen Donbass. Es ist mittlerweile lebensgefährlich, in Donbass von der Ukraine zu sprechen. Die Leute sind also auch, ja, sie sind jetzt langsam überfordert, würde ich mal vorsichtig sagen. Was ich aber feststelle ist, dass im Westen der Ukraine und in der Zentralukraine ein unvorstellbarer Hass herrscht auf die ethnischen Russen im Osten der Ukraine und auf die Opatschenje und auf die Volksrepubliken dort. Dass es aber umgekehrt sehr, sehr selten ist. Wir haben also Interviews geführt mit Kindern und haben diese Kinder gefragt, was sie denn zum Beispiel der anderen Seite oder auch dem Westen sagen wollen. Und ich habe das auf Twitter geschrieben, das war etwas, was mich unfassbar beeindruckt hat, dass 10-jährige Kinder sagen, die Kinder im Westen sollten froh sein, dass sie glücklich sein, dass sie Schulen haben, dass sie nach Hause gehen können und dass sie Eltern haben. Kein Wort von Hass oder wir wollen irgendjemanden töten oder sonst irgendwas. Und wir hatten eine Mutter im Interview, die mit ihrer Familie 22 Tage in einem nassen Keller verbracht hat. Und zwar ununterbrochen. Die kommen da nicht raus. Also 22 Tage ist fast ein Monat, den man irgendwo in einem Loch verbringt. Er hat 3 Söhne, einer davon stottert seitdem und einer spricht überhaupt nicht mehr. Und wir haben sie gefragt, was sie der anderen Seite sagen will. Und ich sagte wortwörtlich, ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir aber in Freundschaft leben. Und wenn du sowas hörst und siehst, was da los ist, und du bist dann hier und eigentlich ist alles normal und du stehst dann hier und du versuchst irgendwie was zu erzählen, dann kriege ich gerade jetzt im Moment echt Schwierigkeiten, weil es so ein Moment ist, wo es mich einfach wegreißt. Also wenn es mir jetzt dann ab und zu mal so ein bisschen bricht, bitte ich einfach um Entschuldigung. Ich will mal noch was sagen zu einem Thema, was wir hatten, als ich schon mal hier war, als wir über Faschismus geredet haben. Faschismus ist ein furchtbar starkes Wort, also das hat so eine unfassbare Gewalt. Und man muss eigentlich mit diesem Begriff auch relativ vorsichtig umgehen. Aber es ist keine Woche her, da gab es die erste Lesung eines Gesetzes in der Verkhovna Rada, das ist das Parlament in Kiew, zur Legitimation sämtlicher Aktionen, die von den Bataillonen Donbass, Aidar, Azov und Kiew ausgeführt wurden. Ich formuliere das jetzt bewusst formal. Eine Legitimation sämtlicher Aktionen, die von den Bataillonen Donbass, Aidar, Azov und Kiew ausgeführt wurden. Dieses Gesetz ist nichts anderes als die Legitimation und die Straffreistellung von Kriegsverbrechen. Und die Kriegsverbrechen im Südosten der Ukraine, im Donbass, sind unvorstellbar. Wir haben in Saudemagila, ich habe Saudemagila gesehen Ende Juni, und Saudemagila war ein Monument so hoch wie diese Kirche aus Marmor. Und ich habe Saudemagila gesehen vor anderthalb Wochen. Und Saudemagila ist nichts mehr. Dieses Monument ist nicht mehr da. Es liegt im Schaum. Und in Saudemagila haben wir ein Interview geführt mit einer älteren Dame unten am Fuß dieses Hügels. Man muss dazu wissen, Saudemagila ist ein wahnsinnig bedeutungsvoller Ort nicht nur für die Leute in Donbass, sondern eigentlich auch grundsätzlich für Russland. Weil Saudemagila ist die einzige Erhebung in dieser Gegend, die strategisch so gelegen ist, dass man das gesamte Umland quasi unter Kontrolle halten kann. Und zwar bereits im Zweiten Weltkrieg von Deutschen besetzt, wahnsinnig umkämpft.
sind zigtausende von sowjetischen Soldaten dort gefallen, und deswegen hat dieses Monument natürlich auch einen unglaublich großen Wert für diese Leute. Und dieser Hügel wurde also versucht einzunehmen von den Bataillonen, von mehreren Bataillonen von Azov. Es waren fast 5000 Mann. Und es ist verteidigt worden von 159 Volkswehrmitgliedern, die diesen Hügel gehalten haben, und 17 von ihnen haben das überlebt. Und wir haben am Fuß gestanden und mit einer älteren Dame geredet, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und eben diesen Krieg jetzt. Und sie wusste, dass ich Deutscher war. Und sie hat mir also wiederholt gesagt, dass sie die Deutschen mag und dass sie überhaupt nichts gegen uns hat. Und sie hat mir etwas gesagt, was ich von vielen dort gehört habe. Das, was die Werkowna Rada jetzt legitimiert, was diese Bataillone getan haben, haben nicht mal die Deutschen, weder die SS noch der Sicherheitsdienst in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg angerichtet. Auf Plätzen wie diesen werden 5-jährige Kinder vor den Augen ihrer Mütter gekreuzigt. Und anschließend werden ihre Mütter mit Ketten an Panzer gebunden und auf diesen Plätzen zu Tode geschleift. Und die Leute, die sowas machen, haben Uniformen an, die aus deutscher Produktion stammen. Ich finde eigentlich keine Worte mehr dafür. Und um auf den Begriff Faschismus zurückzukommen, ich hatte dann irgendwann mal das Pech, im Internet, in der Mediathek vom ZDF, diese Sendung zu sehen, in der Klaus Kleber sagte, es gibt keine Faschisten in der Ukraine. Ich kann euch sagen, ich habe sie gesehen. Und sie tragen offen das Hakenkreuz und die Wolfsangel und die SS-Logo. Und sie sind stolz darauf. Und unsere verdammten, dreckswiderlichen Lügenmedien halten es nicht für nötig, auch nur ein Bild zu zeigen von den ausschließlich zivilen Opfern in Donetsk, in Lugansk, in Slawiansk, in Kramatorsk, in Stepanovka, in Snizhnoje, Ilovaisk, Nikolaevka, Makiivka und ich weiß nicht sonst. Und ich frage mich, was noch passieren muss. Ich habe das letztens mal in einem Post geschrieben. Wann begreifen eigentlich die Leute in Europa, dass wir furchtbar nah an einem Krieg sind, dass wir eigentlich im Krieg sind? Begreifen sie es erst, wenn sie selbst sterben in Berlin und in Madrid und in Lissabon und in London und in Amsterdam und in Brüssel und in Wien und ich weiß nicht wo. Ich wünsche das niemandem. Ich wünsche das niemandem. Aber ich habe so den Eindruck, ich glaube, Europa lernt es nur auf die harte Tour. Es sei denn, die Leute, die jetzt, ich habe es vorgestern, die Mehrzahl der Deutschen hat Angst vor einem Krieg. Ja, dann scheiße, dann steht auf. Weil es geht euch sonst für den Leuten in Donetsk. Wieso machen? Und das schreibt Mel, fragt nicht.
Und ein Schrapnell ist so schnell. Ihr habt nicht mal die Zeit, darüber nachzudenken, dass es scheiße war, nicht aufgestanden zu sein. Und wir waren mal 10 da unten. Wir sind jetzt noch 7. Und ich glaube, wir werden immer weniger. Weil Journalisten sind im Übrigen ein sehr bevorzugtes Ziel. Denn was wir hier erleben, ist auch etwas, was ich so überhaupt nicht kenne. Dass also versucht wird, den Mantel des Schweigens darüber zu breiten. Und was wir verstehen müssen hier in Deutschland ist, Gaza ist furchtbar schlimm. Das ist tatsächlich schlimm. Syrien ist schlimm. Ja. Irak ist genauso schlimm. Aber der Konflikt, der über unser Schicksal entscheidet, ist nicht Gaza und nicht Syrien. Das ist der nebenan ist. Es ist der Konflikt, der dazu genutzt wird, Russland in einen Krieg zu zwingen. Und ich kann euch sagen, auf der Crash-Site von MH17, wo dieses unselige Flugzeug runtergekommen ist, und wo eine Katrin Eigendorf sich vor ein paar Tagen wieder hinstellt und behauptet, die Russen hätten das Ding abgeschossen. Obwohl jeder, der einigermaßen klar denken kann, weiß, dass es ein ukrainisches Kampfflugzeug war. Und zwar eine Su-25. Das steht dort. Nach Tod. Nach Leichen. Und ich frage mich, ich war 3-mal da. Warum zum Teufel schafft es kein malaysischer oder niederländischer Ermittler, da hinzukommen? Ich habe denen angeworben, sie können mich anrufen. Wir fahren mit denen dahin. Da ist nicht einer. Und zwar, weil Kiew es nicht zulässt. Denn sie könnten dort etwas finden, was den Leuten nicht passt. Wie gesagt, sind 2 Monate. Ich kann nicht alles erzählen. Ich wollte euch mal so die Größe eines Bombenkraters zeigen und mal so ein Schrapnell rumgehen lassen. Aber wenn ihr Fragen habt, ich versuche wirklich jede zu beantworten. Also wir können jetzt gerne, ich weiß nicht, wie wir das organisatorisch machen. Ja. Vielleicht eins noch. Was interessant ist für euch zu wissen, ich bin in der ganzen Zeit dort unten 3-mal verhaftet worden. Von dem einen Mal, das ist jetzt 3 Wochen her, habe ich also noch mehrere Risse im Schienbein, in die dann reingeblutet wurde. Das heißt, die Jungs sind da auch nicht zimperlich und ich bin vor allem auch von russischen Kräften verhaftet worden. Also, wenn mir irgendeiner erzählt, die Russen würden dort, wie auch immer, geartet, Waffen liefern oder diese ganze Chose da in Größenordnung anheizen. Wir haben 5 Tage gebraucht, von Donetsk, über die Grenze zu kommen, weil da wirklich alles dicht ist. Ja. Also die passen auf wie die Schießhunde, dass es eben nicht zu irgendwelchen Übertritten kommen und wenn sie dann Leute mal erwischen, beziehungsweise Leute erwischen, so wie mich, die dann, wo dann die Dokumente nicht mehr so hundertprozentig sind, wie sie sein sollten, dann hat man echt schon ein Problem. Also die passen da höllisch auf, die Leute. Apropos, ich bin ja aus Magdeburg gekommen. Das sind, ich glaube, 75 Kilometer oder sowas in diesem Dreh. Das ist ungefähr die Strecke von Donetsk bis zur Grenze. Ich bin die, ich glaube, in 48 Minuten gefahren oder sowas. Ich war schon gar nicht mehr gewöhnt. Weil die Strecke von Donetsk bis zur Grenze fährt man im Donbass in ca. 8 Stunden. Nicht, weil die Straßen so schlecht sind. Die sind furchtbar. Also das muss ich sagen, ich habe noch nie schlechtere Straßen als ukrainische Straßen erlebt. Sondern weil man, wie gesagt, an jedem Checkpoint einfach anhalten muss, um zu gucken, wie ist die Lage. Auf dem nächsten Streckenabschnitt. Das sind ungefähr 30 Checkpoints zwischen Donetsk und der Grenze. Und jeder Straßenabschnitt muss eben gesondert betrachtet werden, weil es eben immer wieder passiert. Es gibt südlich von Donetsk ganz viele, wir nennen das Pockets. Das sind also kleine
kleine Kessel, in denen sich ukrainische Einheiten befinden, die natürlich immer wieder versuchen auszubrechen. Die versuchen aber nicht auszubrechen aus Jux und Dollerei, sondern die versuchen auszubrechen, weil sie von ihrer eigenen beschissenen Regierung im Stich gelassen werden. Und reguläre ukrainische Soldaten sind die nettesten Jungs, die man sich vorstellen kann. Weil die nur da sind, weil sie sonst 8 Jahre in den Knast gehen. Und das letzte Interview, was wir geführt haben, Anfang September mit 2 gefangenen ukrainischen Soldaten, die also kurz zuvor in Gefangenschaft geraten sind, nachdem ihre Stellung also massiv bombardiert wurde und alles in unterschiedliche Himmelsrichtungen flitzte, sind die also in Gefangenschaft geraten. Die sehen auch noch ziemlich lädiert aus auf dem Video. Das ist auch noch nicht veröffentlicht, weil wir es noch nicht übersetzt haben. Ich habe übrigens heute mal einen Aufruf gestartet, wir brauchen dringend Übersetzer. Also sonst kriegen die Beiträge nicht vernünftig raus. Die haben dann irgendwann zu mir gesagt, wir gehen jetzt nach Hause. Wir gehen lieber in den Knast, als nochmal einmal hierher kommen zu müssen. Weil das sind die armen Schweine, die dann da unten den Arsch reißen. Ja? Und reguläre Truppen gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Ja? Wir sind also ausgelöscht in großen Ordnungen. Und ihre Mütter bekommen übrigens den Bescheid, dass sie an der Erkältung gestorben sind. Was jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen ist, weil ich meine auch erkältet, obwohl es da unfassbar heiß war. Aber wie gesagt, wenn keine Medikamente da sind, grassiert sowas eben mal schnell. Ja? Und Medikamente fehlen da unten eben an allen Ecken und Enden. Und das sind diese armen Jungs, die vor dir stehen und sagen, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, warum ich hier bin. Sie haben mir erzählt, hier unten wären Tschetschenen. Ich habe welche gesehen und die gibt es auch. Es ist also tatsächlich so, es gibt ganz viele Freiwillige aus ganz Europa und es gibt natürlich auch Freiwillige aus dem Kaukasus. Und eins muss ich mir ganz ehrlich sagen, russische Spitznaz, mit denen musste ich mal Wodka trinken. Also eher sterbe ich das nächste Mal, als dass ich das nochmal mache, weil das sind echt harte Jungs. Aber russische Spitznaz sind harte Jungs, aber Tschetschenen, die möchte ich echt nicht zum Feind haben. Ja? Und da rennen halt tatsächlich ein paar rum. Aber denen wird eben erzählt, dass es eben, dass das alles russische Soldaten und russische Truppen sind. Und die gibt es da tatsächlich nicht. Es gibt ganz viele Freiwillige, ja, die dort kämpfen. Aber im Großen und Ganzen, der Kommandeur von Marinovka, die letzte Fotoreihe, die ich online gestellt habe, dessen Familie, er ist Ukrainer, dessen Familie lebt von dem Ersparten, was er vor dem Krieg erspart hat, ja, so ein bisschen Geld. Und aus dem Garten der Oma. Und Snacks. Die haben also auch kein Geld. Und die kriegen auch kein Geld dafür. Und das ist der Unterschied. Und ein Oblochenets wiegt 10 ukrainische Soldaten. Und die regulären Truppen sind mittlerweile in der Unterzahl. Was in Größenordnungen dort eben rumläuft, sind diese Bataillone Azov, Aidar und Donbass, die sich eben zusammensetzen aus Söldnern, aus ultranationalistischen Kräften, aus Leuten aus Galizien, die also schon vor 70 oder 80 Jahren da schon rumgezündelt haben und die jetzt natürlich ihre Chance wittern. Und sie werden natürlich auch bewusst eingesetzt, aber in letzter Konsequenz, und deswegen bleiben die militärischen Erfolge eigentlich in Größenordnungen aus, wissen die meisten der regulären ukrainischen Soldaten überhaupt nicht, warum sie da unten sind, ja, und was das soll. Auf ihre Brüder zu schießen. Das ist was anderes bei diesen faschistischen Bataillonen, die im Übrigen wirklich Spaß daran haben, an dem, was sie da tun. Ja, das sieht man ihnen also auch an. Und im Prinzip finanziere ich mit meinen Steuern dieses da unten und die Zerstörung dieses Landes, um in einigen Jahren, wenn es uns dann hier noch gibt und der Krieg sich vielleicht nicht ausgeweitet hat, mit meinen Steuern den Wiederaufbau dieses Landes zu finanzieren, wofür ich vorher bezahlt habe, dass wir es kaputt machen. Und ich finde, das ist so absurd, aber die Ukraine ist es geht nicht um die Ukraine, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, die Spaltung zwischen Deutschland, Europa und Russland herbeizuführen, um es niemals im Leben zuzulassen, dass es eine starke Eurasische Union gibt,
und eine starke Europäische Union, von mir aus mit dem Kopf Deutschland, die gute Beziehungen zueinander pflegen, weil das würde bedeuten, dass die Verunreinigten, die Vereinigten Staaten von Amerika von diesem Planeten verschwinden würden. Ich antworte auf alles, was ich kann. Gibt's Fragen an ihn? Ist da irgendetwas bekannt von Uranmunition, dass da Uranmunition verschossen wurde? Also die Frage nach verseuchter Munition haben wir uns natürlich auch immer öfter gestellt. Es gibt erhöhte Strahlenwerte, die gemessen worden sind in Slavyansk und in Kramatorsk. Wir können jetzt, weil wir nicht selbst an diesen Orten vor Ort waren, das natürlich mit Sicherheit nicht belegen. Wir wissen aber, dass sie in letzter Konsequenz alle möglichen Bestände an Munition verschießen. Ja? Und es ist an dieser Stelle auch nicht das erste Mal, dass Uran für solche Munition benutzt wird. In Slavyansk und in Kramatorsk ist es definitiv nachweisbar, dass es also erhöhte Uranwerte gibt. Keine Frage, aber eine kleine Ansage und ich nehme mal die Kamera dazu. Ich habe gerade was zu dem Thema gesagt. Und wenn ich jetzt noch einen höre, der ob dieses Berichtes irgendwelche Scheiße meint, zum Problem machen zu müssen, dem poste ich das Video hier so oft auf sein Profil, bis er es wirklich verstanden hat. Leute, hört auf, ihr habt gehört, um was es geht. Ich stehe da, ich bin erschüttert, was da passiert und ihr streitet euch um so einen Mist. Hört damit auf, stellt euch auf für den Frieden und an alle Menschen da draußen, die bisher noch nicht zu einer Mannwache gehen, geht dahin, wenn wir jetzt nicht aufstehen, ist es vielleicht zu spät. Danke. Ich wollte vielleicht noch was sagen, vielleicht kann der eine oder andere sich Fragen noch überlegen. Also wie gesagt, ich stehe für jede Frage zur Verfügung. Als vorhin gesagt wurde, Wintersachen und so weiter und so fort, also ihr seid da absolut auf dem richtigen Weg. Weil allein die Kinder, die wir jetzt beim Wickel hatten in dem Hostel, die haben nichts mehr. Ja? Also es gibt ein kleines Mädchen und das werde ich mich insbesondere kümmern und um seine Freundin, 8 Jahre alt, heißt Vladislava, bevorzugt allerdings die Ansprache Vlada. Es wird demnächst jetzt ein Interview geben, weil ich habe von denen ein Geschenk gekriegt. Ich war so unfassbar überrascht und berührt, nachdem wir die Interviews geführt haben. Man muss wissen, wir sind einen Tag vorher dorthin gegangen und haben versucht, die Leute davon zu überzeugen, mit uns zu sprechen, was für die sehr schwierig ist, weil die unglaublich traumatisiert sind. Und dann kommt auch noch dazu, dass ich aus dem Westen komme. Und sie trauen dem Westen im Moment eigentlich überhaupt nicht mehr im Weg. Und nach diesen Interviews, wir waren also 6 Stunden dort, haben die uns aus dem bisschen, was sie hatten, irgendwie so Pfannkuchen gebacken oder sowas. Und haben uns ein Geschenk überreicht. Das ist ein Karton, auf dem so Pflanzen aufgeklebt wurden und mit Sonnenblumenkernen wird Regen dargestellt. Und dieses kleine Kunstwerk haben die Kinder im Prinzip angefertigt, während sie bombardiert wurden. Und zwar einfach aus dem Grund, um sich abzulenken von dieser Angst. Weil die können nachher nirgendwo mehr hin, tiefer als der Keller geht es nicht mehr. Und dann basteln sie dieses Ding. Das wurde mir also überreicht. Und für die Kinder ist es also absolut notwendig, und wir tun das jetzt auch gerade, dass wir uns die Großen speziell von diesen Kindern besorgen. Ich habe also auch vor Ort noch Leute, die entsprechend den Kontakt haben, um denen Wintersachen zukommen zu lassen. Denn man muss wissen, dass der Donbass und gerade dieser südöstliche Bereich unfassbar heiße Sommer hat, aber auch unfassbar kalte Winter. Und die haben im Moment also so gut wie gar nichts. Ja. Und insofern, ihr seid auf dem richtigen Weg, also macht da bloß weiter. Eine Woche noch spenden, nächste Woche Montag können noch Spenden abgeliefert werden. Also wer noch was hat, bitte mitbringen. Ich möchte mich erstmal nochmal bedanken für diesen tollen Beitrag und für deinen Einsatz, den du dort vor Ort zeigst. Ich bin zum zweiten Mal erst heute hier auf der Mahnwache. Und ja, das zweite Mal hier, ich bin über ein Buch, das ich gelesen habe, auf den Trichter gekommen, dass das, was wir in der ARD und in der ZDF und in unseren
Mainstream-Medien über diese Kriege erfahren, die im Moment vor sich gehen. Das war das Buch von Jürgen Tonhöfer, Du sollst nicht töten. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ich denke, viele hier werden das schon gelesen haben. Bei mir hat das zu einem Wandel geführt und ich weiß, ich muss mich inzwischen woanders informieren als in unseren Mainstream-Medien. Aber ich glaube auch, dass das, was du hier erzählst, das müssen wir viel mehr breit in die Masse tragen. Also ich glaube, das ist so wichtig, wenn ich mir ARD und ZDF angucke oder die Zeit lese oder einen Spiegel. Das vor ein paar Wochen dachte ich, ich informiere mich dann breit und objektiv. Das tut man überhaupt nicht. Das ist eine Katastrophe, wirklich. Und ich glaube, das, was du hier erzählst, diese Dinge müssen wir viel breiter in die Bevölkerung tragen. Und wir sind jetzt hier 50 Leute. Ich sehe im Moment leider nicht, dass das breiter wird. Und das ist, glaube ich, das große Problem, was wir haben, dass wir eine viel breitere Basis erreichen müssen. Und ich weiß, ich habe keine Lösung. Also das ist meine Hauptfrage an dich. Was glaubst du, wie wir solche Berichte, wie du sie hier abgegeben hast jetzt, wirklich an die Menschen bekommen? Vielleicht hast du eine Idee. Ja, ich mache einfach weiter. Also, wir sind... Wir sind gestartet mit einem YouTube-Channel mit 0 Abonnenten. Wir haben jetzt irgendwie 600 oder so. Ja? Vor allem auch international. Und das ist etwas, was entscheidend ist. Wir erreichen mittlerweile Leute in den USA, wir erreichen Leute in Frankreich, in ganz Europa, in Australien, die wiederum natürlich das auch weitertragen. Ich werde jetzt, ich weiß nicht, ob der Name in irgendeiner Form, ich kriege das irgendwie so am Rande mit, dass ich da gefetzt wird. Ich werde jetzt nächste Woche bei Ken Jebsen sein also er hat mich um ein Interview gebeten, ich werde ihm also ein Interview geben. Mir ist ehrlich gesagt scheißegal, ob Jürgen Elsässer und Ken Jebsen sich jetzt nicht mehr lieb haben und Lars Mehrholz jetzt irgendwie nicht der Gute ist oder so. Ich habe da keine Ahnung von. Also das interessiert mich ehrlich gesagt noch nicht. Wir versuchen es einfach nur auf eine breite Basis zu stellen. Ansonsten hilft tatsächlich, Leute anzusprechen. Ich mache das auch nicht anders. Also wenn ich irgendwie in Magdeburg bin und ich sitze in irgendeinem Café und mich überkommt es dann mal wieder und ich weiß, es ist etwa mir, dann etwa Wojna, etwa Plocha, etwa Pizjet, wieder Zucker. Was so viel bedeutet, ich übersetze die letzten Worte jetzt nicht, weil das schlimmster russischer Mark ist, aber es bezeichnet ungefähr, was es ist. Also es gibt im Deutschen keine Worte dafür. Scheiße ist dafür noch irgendwie, weiß ich nicht, ganz, ganz viel human. Ja? Also hier haben wir Frieden und dort haben wir Krieg. Und zwar einen ziemlich dreckigen Krieg. Und das überkommt mich dann ab und zu mal. Dann schnappe ich mir meine Kamera und dann frage ich die Leute einfach, ob sie wissen, was da los ist. Und es ist mir egal, was sie antworten. Wir nehmen es einfach auf. Weil das, was wir tun, ich weiß nicht, ob ihr dieses Sneak Preview mal gesehen habt. Wir haben mal so einen Rohschnitt reingestellt von dem Dokumentarfilm, den wir produzieren. Das heißt, wir sind ja ursprünglich dahin, um einfach mal zu gucken, wie sieht's da aus, um uns da umzuschauen. Und haben dann relativ schnell festgestellt, dass es wichtig ist, das so zu dokumentieren, dass wir im Nachgang, also im Nachgang bedeutet, wir hoffen, dass es Ende 2014 sein wird, schon mal einen ersten Dokumentarfilm haben, einen wirklich langen Dokumentarfilm, der so bis zu 2 Stunden gehen wird, der sich nicht mit diesem Birdview beschäftigt, also mit dieser geopolitischen, geostrategischen Geschichte, sondern Geschichten erzählt. Also Geschichten von Leuten. Wir haben unfassbar viele Interviews geführt und auch unsere Geschichten, weil wir sind ja nun irgendwie so mittendrin, ja, in der ganzen Sache. Wir sitzen also nicht wie Katrin Eigendorf oder Goline Atay. Ich weiß nicht, wofür die den Preis gekriegt hat. Also ehrlich, ich möchte mal, die müsste den normalerweise zurückgeben. Ja, das, was die Leute dort betreiben, und da gebe ich dir recht, ja, in der ARD und ZDF, ist nicht mehr Desinformation, so wie es am Anfang des Jahres war. Ja, mal das Weglassen von Informationen. Sondern was die Leute dort machen, ist aktives Lügen. Sie lügen aktiv. Und das ist eine völlig neue Qualität. Ja, dass sie ungeprüft irgendwelche Nachrichten aus dem Ukraine Crisis Media Center übernehmen. Das sind Leute, die in Kiew sitzen, die dann einmal am Tag zur Pressekonferenz einladen, dann gehen die ganzen Journalisten dahin
Und dann erzählt ihnen irgendjemand, Putin hätte zu Poroschenko am Telefon gesagt, wenn ich wollte, wäre ich in 2 Tagen in Kiew. Ich kann nur bestätigen, wenn er wollte, wäre er in 2 Tagen in Kiew. Die Frage ist nur, hat er es gesagt oder hat er es nicht gesagt? Ja? Ist mir scheißegal, aber es ist genau das, was man hier immer nur hört. Ja? Und kein Mensch hört was davon, dass Totschka Jura-Kitten da einschlagen. Wir können gerne nochmal bis zur Straße gehen und nochmal bis zu den Bänken, damit wir wissen, wie groß so ein beschissener Bombentrichter ist. Und das ist nur einer, nur ein einziger. Und man muss übrigens wissen, dass Totschka Jura-Raketen, das sind die Vorgänger der Iskander-Raketen, Nuklearsprengköpfe tragen können. Das sind Mittelstreckenraketen, die haben eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern. Ja? Und das, was wir hier betreiben, ist aktive Lüge. Und was wir nur machen können, ist, also als ich das letzte Mal hier war, weiß ich nicht, wie viele es da waren. Ihr seid ja schon ein vernünftiges Häufchen so von der Anzahl her. Ja? Aber es gab vor etwas mehr als 2000 Jahren mal diesen langhaarigen Typen, ja? Der den Leuten irgendwie dann ab und zu mal das Wasser getragen hat. Der ist aber nicht mehr da. Also es kommt kein Jesus, der euch das Wasser trägt. Ihr müsst zu den Leuten gehen. Ihr müsst zu den Leuten gehen und ihr müsst den Leuten sagen, so sieht's aus. Guck mal da drauf. Ja? Und sicherlich, mittlerweile bin ich auch gefärbt. Ich gebe das auch zu. Ja? Weil es unfassbar schwer ist, neutral zu bleiben, wenn dir Kinder unter den Händen weg verbluten. Ich weiß nicht, wer von euch mal einen schweren Verkehrsunfall gesehen hat. Wo Leute sterben. Das ist etwas, das ist schon sehr traumatisch. Aber sowas passiert, ja, und dann muss man damit irgendwie umgehen. Wenn sowas aber absichtlich passiert, das heißt, wenn Menschen absichtlich ermordet werden, und das jeden Tag, ist das irgendwie, das ist schwer zu begreifen. Also es ist schwer zu verstehen, dass es Menschen gibt, die bewusst zivile Wohnviertel, Krankenhäuser und Kindergärten unter Beschuss nehmen. Und es gibt in Donetsk, das wollte ich nur mal am Rande erwähnen, weil es gerade ganz gut dazu passt, es gibt in Donetsk, in Lugansk, in Kramatorsk, in Slavensk, gab es das früher auch, es gibt Menschen, die dort durch die Gegend laufen. So wie ihr, ganz normal. Und die haben Lasergeräte. Und die markieren Ziele für die Artillerie. Das sind Menschen, die in der Stadt leben, die Ziele für die ukrainische Artillerie markieren. Mit Laserprägerät. Und darauf schießen die dann. Und jetzt frage ich mich, sind die zu dämlich, militärische Ziele zu markieren? Oder markieren sie absichtlich zivile Ziele? Und ich habe mittlerweile eine Antwort darauf. Sie markieren absichtlich zivile Ziele. Und zwar aus folgendem Grund. Die Ukraine ist immer wieder nur der Zweck, der einzige Zweck, Russland in einen Krieg zu zwingen. Und diese Bilder von den Toten, und von den Verstümmelten, von den Verletzten, und von diesen Zerstörungen werden natürlich logischerweise bewusst auch noch nach Russland gesendet. Und zwar, um schlicht und ergreifend den Druck in Russland auf Putin zu erhöhen, irgendetwas zu tun. Und deswegen ist die Taktik, je mehr Kinder dort sterben und verbluten, umso wahrscheinlicher ist es, dass Putin irgendwann mal sagt, Schluss, wir müssen jetzt einmarschieren. Und dann haben sie ihren Krieg. Aber Fakt ist eins, diesen Krieg wird der Westen verlieren. Denn der russische Abwehrschirm ist so ziemlich das Feinste an Technologie, was wir gerade auf diesem Planeten haben. Und sie werden den Arsch voll kriegen. Und dummerweise werden nicht sie nur den Arsch voll kriegen, sondern gerade wir werden den Arsch voll kriegen. Hier in Deutschland. Weil wir das Lieblingsschlachtfeld der Amerikaner sind. Und deswegen wird es dann nicht aufhören. Und deswegen ist eine Waffenruhe scheißegal. Scheißegal. Und was ihr machen könnt, ist einfach nur
kriegt mehr Leute dazu. Das, meine russischen Freunde fragen mich immer, hast du nicht irgendwie Kontakte, dass dir mal Leute was liefern können, auch vor, den, vor der ukrainischen Botschaft vielleicht irgendwie was abgeht? Ich weiß es nicht. Geht da was ab? Da sollte was abgehen. Also nach meinem dafür sollte da jeden Tag was abgehen. Ja, also vielleicht bewirft man die mal mit Eiern oder sowas. Also ich bin dann mittlerweile nicht mehr so gewaltverzichtsbereit. Also wenigstens Eier könnten sein. Die sollten aber ein paar Wochen gelagert sein, möglichst im Warmen. Ja. Weil die Leute da unten, die diese Artillerie bedienen oder diese Befehle geben, jetzt den Beschuss zu starten, scheren sich einen Scheißdreck darum, ob jemand Frieden will oder nicht. Die wollen dieses Land verbluten lassen, um Russland in diesen Krieg zu zwingen, ums Verrecken. Ansonsten, die denken sich allen möglichen Krimpel aus, wo ich immer sage, verdammte Hacke, wo hat dieser beschissene BBC-Reporter diesen Militärkonvoi gesehen? Ich war doch da. Wieso habe ich den nicht gesehen? Was ist denn das für ein Mist? Ja? Ich habe meine Leute angerufen und gesagt, Kinder, wir sind am falschen Platz. Hier ist irgendwo ein Militärkonvoi. Die haben gesagt, du bist doch nicht mehr ganz sicher. Wo ist denn da ein Militärkonvoi? Ja, der soll da und da sein. Du bist doch genau da. Ja, film doch. Da ist aber nichts. Und ich wurde ganz oft angegriffen, auch in den sozialen Netzwerken, weil ich ein böser Putin-Versteher bin und sowas alles. Und da ging es eben um Waffenlieferungen. Ich habe immer mal gesagt, Kinder, wenn es sie geben würde, ich würde sie auch filmen. Aber was nicht da ist, kann ich auch nicht filmen. Ich kann mich jetzt hinstellen, einen Tag lang, und kann ein Feld filmen. Und kann dann darunter schreiben, das sind die russischen Waffenlieferungen. Ja? Aber es ist uns ja glücklicherweise gelungen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wir haben also tatsächlich ein Gradsystem gefunden in Donetsk. Ein furchtbar gefährliches, wer das Video nicht gesehen hat, wir haben also die unumstößlichen Beweise, dass es massive russische Waffenlieferungen gibt, dass also Gradsysteme in die Ukraine eingeführt werden. Gut, das Ding ist jetzt nur so groß, aber wie gesagt, es ist also unumstößlicher Beweis. Was ihr machen könnt, ist, sprecht die Leute an. Sprecht die Leute an und diskutiert auch mit ihnen. Ich habe eine Kollegin, Irina, die sitzt mit in meinem kleinen gemieteten Office. Irina ist aus Kiew. Ihr Vater hat sie vor 4 Wochen enterbt, weil sie ist eine Separatistin und Terroristin. Und ihre komplette Familie in Kiew versteht überhaupt nicht, warum sie da unten ist. Und es ist unfassbar schwer zu begreifen, dass Leute nicht mal ihrer eigenen Tochter glauben, die da seit Monaten vor Ort ist und sagt, Kinder, guck doch einfach mal hin. Es ist so, so und so. Die glauben ihnen nicht. Also ich weiß, dass es schwer ist. Ja? Aber hört nicht auf, macht einfach weiter. Macht weiter. Weil eine Patentlösung gibt es nicht. Ja? Wie gesagt, von 0 auf jetzt 600. Und wir gucken jetzt mal, was die nächsten Wochen noch geht. Ja. War ich das? Kannst du mal bitte noch mal in die Kamera genau sagen, wie du bei Facebook zu finden bist, unter welchem Namen und wo diese ganzen Videos und Interviews reingestellt sind, deine Internetadresse? Ich glaube, das haben hier einige, noch nicht, inklusive mir, noch nicht mitbekommen, damit wir das dann auch teilen können und verbreiten können. Und dann habe ich noch eine Frage für mein persönliches Verständnis. Wie kann denn das sein, dass in einer Stadt, die seit Monaten bombardiert wird, noch Menschen sind? Sind die so eingekesselt, dass sie nicht weg können? Haben die keine Möglichkeit zu fliehen? Das musst du mir nochmal erklären. Okay, also Donetsk hatte 1,1 Millionen Einwohner. Es sind noch ca. 600.000 da. Der Rest ist geflüchtet. Besser gesagt, in den Urlaub gefahren. Weil man muss auch wissen, es gibt solche und solche. Also es gibt einen Spruch bei uns dort unten, there are refugees and there are refugees. Nicht jeder Flüchtling ist auch ein Flüchtling. Ja? Jetzt passiert Folgendes. Die können also nach Russland ausreisen, haben dort 3 Monate Bleiberecht, wenn sie nicht den Flüchtlingsstatus beantragen. Wenn sie den Flüchtlingsstatus beantragen, dürfen sie so lange bleiben, wie sie wollen. Die Leute, die da geblieben sind, haben zum Teil tatsächlich keine Möglichkeit, weil
Wir brauchen unter Schutz von bewaffneten Einheiten 8 Stunden bis zur Grenze. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder mal gesehen habt von den Autos und von den Bussen, auf denen draufsteht Yeti. Das heißt Kinder. Es ist scheißegal, ob das da draufsteht oder nicht. Einen Tag, nachdem wir in Richtung Grenze gefahren sind, war jetzt nicht jetzt, sondern war im August irgendwann, ist auf derselben Strecke ein Konvoi gefahren mit Bussen. Mit genau diesem Schild. Das interessiert die Leute nicht. Und Busse sind so groß, dass sie gute Ziele sind. Ein 3-jähriges Kind ist dabei ums Leben gekommen und 12 wurden verletzt, schwer verletzt. Von den Kindern, die versucht haben, mit rauszufahren. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, also zu Fuß kannst du sowieso nicht gehen. Das sind irgendwie 90 Kilometer da bis zur Grenze. Und es geht mitten durch das Kampfgebiet. Das heißt, es gibt nur die Möglichkeit über Schleichwege, dann braucht man sogenannte Pathfinder, die diese Konvois leiten. Und selbst dann sind die Konvois nicht sicher. Mein Kollege, mein Fahrer, Sergei Kovachenko, ist in einem dieser Konvois ins Leben gekommen. Mit dem war ich zusammen auf MH17. Das heißt, es ist einfach nicht sicher. Und die Leute, die dort in der Stadt geblieben sind, haben entweder keine Möglichkeit oder, wie es meiner kleine 8-jährige Freundin, die im Übrigen fast 9 ist, weil sie im Oktober Geburtstag hat, da legt er sehr viel Wert drauf. Wenn man die fragt, das ist ein 8-jähriges Kind, dann sagt die, ich bin hier geboren, das ist meine Stadt. Und wenn ich Leute höre, ich habe letztens gehört, dass jemand, der durchaus eine vernünftige Ansicht hat zu dieser ganzen Geschichte, der aber gesagt hat, okay, war irgendein Leserbrief in der Zeitung, ja, okay, also wenn die denn jetzt unbedingt da Richtung Russland wollen, dann sollen sie auch umziehen. Ja, hallo? Da sind Generationen von Familien, die da leben, die gehen da nicht einfach weg. Ja? Und das hat viel bei denen, die da geblieben sind, damit zu tun, dass sie A, nicht können, dass sie einfach auch keine Mittel haben, weil eine Fahrt zur Grenze nach Izvarena, nach Marinovka oder Dorzhansky kostet ca. $200 bis $500. Das haben die einfach nicht. Sie haben einfach das Geld nicht. Ja. Dollar. Ja. Weil es lebensgefährlich ist. Ja. Und weil, man muss das auch wissen, so ein Bürgerkrieg bringt Sachen mit sich, die nicht schön sind. Wie zum Beispiel gewisse Geschäftsmodelle. Bevorzugte Handelsware in Donbass sind im Moment Journalisten, die gerne in Gefangenschaft genommen werden, um sie dann 10 Tage später gegen Lösegeld wieder zu verkaufen. Und jeder, der dort über Möglichkeiten verfügt, man muss ja wissen, der Donbass ist das eigentlich das industrielle Herz der Ukraine gewesen. Wenn man sich vorstellt, dass so ziemlich jede Industrie und jede Produktion und alles, was da jetzt mal war, irgendwie nicht mehr existiert. Die Leute also nicht mehr arbeiten in der Produktion, weil die Fabriken zerstört sind, weil es kein Geld gibt, um sie in irgendeiner Form zu bezahlen, dann müssen die sich halt andere Einnahmequellen suchen. Und deswegen gibt es eben Leute, die zum Beispiel Leute an die Grenze bringen. Aber auch diese Leute, die die Leute an die Grenze bringen, haben Familie und müssen von irgendwas leben. Und Angebot und Nachfrage ist... ja, bestimmt halt den Preis, ja. Und deswegen, also es ist schon, die Stadt ist schon halbiert und es ist für mich sehr seltsam zu sehen, wenn so viele Leute auf einen Haufen sind. Ich habe das, da gab es dieses eine Video von einer Parade, wo es mal ganz viel war. Ansonsten ist diese Stadt leergefegt. Also man kann da zu welcher Tageszeit auch immer gehen, man ist fast allein auf der Straße. Und das war bei so einer Riesenstadt und Donetsk ist im Übrigen, also im Stadtkern eine unfassbar schöne Stadt gewesen. Wenn da jetzt noch Leute wären, dann wäre das auch schön. Aber es spielen mehrere Gründe eine Rolle. Wie gesagt, es ist zum einen die nicht vorhandene Möglichkeit, kein vorhandenes Transportmittel. Zum anderen die nicht vorhandenen Finanzen, um ein Transportmittel zu bezahlen. Aber, und das will ich auch nicht verhehlen, einfach auch die Liebe zu dieser Stadt. Und es gibt ganz viele Leute, die Mutter von Vlada ist jetzt mit Vlada für 4 Tage nach Moskau geflogen. Und ich habe sie gefragt, bevor sie los ist, warum bleibst du nicht da? Und da sagt sie, Moment, это моя страна, das ist mein Land. Это моя город, das ist meine Stadt. Это мой
Narod, das ist mein Volk. Ich lebe hier. Ja, es ist auch ihre Tochter, aber Vlada ist genauso. Und der Punkt ist, es ist schwer zu erklären, aber diese Leute haben im Unterschied zu ukrainischen Einheiten, die diese Stadt versuchen irgendwie zu besetzen, die haben so viel Herz und die hängen so sehr daran, die haben so viel Stolz auf ihr Land, ihre Sprache und ihr Volk, dass sie das durchstehen können. Man kann es nicht erklären. Es ist ja auch die Frage, wurde mir auch immer gestellt, hallo, du hast doch jederzeit die Möglichkeit, warum bist du eigentlich da? Du kannst nicht einfach gehen. Du kannst hier nicht einfach gehen. Du kannst dich nicht einfach umdrehen und gehen und wissen, dass sie zurückbleiben. Ist schwer. Und das ist etwas, was in Ausnahmesituationen passiert. Und was uns passiert ist, ist ein ganz seltsames Phänomen. Alle Leute, die wir getroffen haben, waren eigentlich immer gut für uns und auch gut zu uns. Und ich glaube mittlerweile an so etwas wie, ich weiß nicht, so kognitiv, so Bewusstsein, dass in extremen Ausnahmesituationen Menschen, die einander helfen können, die miteinander gut können und die etwas bewegen können, sich erkennen, ohne dass sie miteinander reden müssen. Man sieht sich und man weiß, es ist perfekt. Ja? Also das sind so Situationen mitten im Dunkeln, irgendwo unter Beschuss an einer Grenze, weil die Grenze wurde permanent unter Beschuss genommen, auch von den ukrainischen Truppen. Und du hast nicht viel Zeit, du kannst jetzt nicht ewig noch so kennenlernen oder sowas, so Sachen machen. Du erkennst einfach die Leute. Und es stellt sich heraus, Wochen später, dass es genau der Richtige war, den du getroffen hast. Und so ist es bei den Leuten auch. Es ist einfach, es ist ein Gefühl, was nur aufkommt, wenn alles andere, wenn die Normalität aufgehört hat zu existieren. Wenn es nur nach Ausnahmesituationen geht. Wenn es nur noch ums nackte Überleben geht. Dann schaltest du alles andere aus und entdeckst Sinne irgendwie, so Form von Bewusstsein an dir, was du vorher irgendwie nicht hattest, was verschleiert ist durch Konsum und was der Geier nicht noch allen möglichen Sachen. Und das ist eben diese ganz seltsame, diese Liebe zu dieser Stadt dieses Ehrgefühl und dieser Stolz, den wir haben, der eben dazu führt, dass sie es nicht verlassen. Man muss auch wissen, dass das Rutzen mit ihren Kindern und grundsätzlich so Familie ist eine völlig andere Welt. Also in Deutschland ist da ganz anders. Ja? Die haben also eine wesentlich stärkere Bindung dazu. Und insofern ist es zum Beispiel für Irina aus Kiew eine absolute Katastrophe, von ihrem Vater enterbt worden zu sein. Und das ist ein furchtbarer Schritt, den er auch gegangen ist, weil der Familienzusammenhalt anders ist. Der ist nicht so formal, wie er hier ist. Ja? Und Vlada ist die kleine 8-jährige Vlada, ist eigentlich sicher dort, an der Seite ihrer Mutter. Anders kann ich es dir nicht erklären. Also es ist ein seltsames Gefühl, was dort entsteht und was auch die Leute in irgendeiner Form ergreift. Egal wer es ist, egal ob es Schweizer sind, Franzosen, Spanier oder Deutsche, du wirst irgendwann so assimiliert von diesem Gefühl. Und du brauchst eine Weile, wenn du in der normalen Zivilisation bist, um wieder anders zu ticken oder sowas. Aber wie gesagt, es ist fehlende Transportmittel, fehlendes Geld und eben auch die Liebe zu dieser Stadt, die da schlicht und ergreifend halten. Ja. Und in Stalingrad gab es das Phänomen auch in den 40er Jahren, dass eben immer noch jede Menge Zivilisten in der Stadt waren. Ja. Die hätten rausgekommen, aber sie wollten nicht. Und das sind da trennt sich, sage ich mal, die Spreu vom Weizen. There are refugees and there are refugees. Ja, also ich werde dir am besten nachher mal auf den Zettel schreiben, dann kann man die da mit reinhalten. Mark Bartalmai.
Da findet ihr, wenn ihr bei Google diesen Namen eingebt, findet ihr sofort auf der ersten Seite Twitter, Facebook-Account, YouTube-Channel und so weiter und so fort. Wir setzen es aber auch nochmal auf die Homepage. Genau. Und auf dem YouTube-Channel ist im Prinzip, wo kam das jetzt her? Wo ist denn hier, Rick? Hinter dir. Ach, Rick. Ja, du sprichst von da und ich höre dich von da. Das ist irgendwie ein Tier. Auf dem YouTube-Account sind oben alle sämtliche Social Networks verlinkt. Davon, also da geht es dann zu Facebook und zu Google Plus und weiß ja gar nicht mehr was, sodass eigentlich der YouTube-Channel reicht, um von dort aus, sage ich mal, tatsächlich auf alle anderen Kanäle in deine Form zu kommen. Alles klar, danke dir. Riesenapplaus für den Mut und für die Information. Und für deine Arbeit, die du da tust. Das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit für uns. Ich werde demnächst mal Outtakes online stellen. Das soll mein. Also ich tue euch den Gefallen und werde euch demnächst mal ein paar Outtakes zur Verfügung stellen, dass ihr seht, dass wir nicht den ganzen Tag dort weinen müssen, sondern dass es auch so etwas wie, wenn man dann mit seinen Leuten und seinen Freunden unterwegs ist, dass es auch Situationen gibt, über die man lachen kann. Ja? Und ich denke, dieses Video, diese ganz kurze Sequenz, in der ich dieses Geschenk kriege und Vlada etwas tut, was ich jetzt hier so nicht sage, Vlada etwas tut, was mich sehr überrascht hat, aber was wirklich auch mir zu Herzen ging. Das sind so Momente, wo man eben weiß, es ist nicht alles schlechter und es lohnt sich eben auch tatsächlich dann da zu sein. Ja? Im Übrigen ist eine Frage, die wir allen Interviewten gestellt haben, nicht nur, was war euer schlimmstes Erlebnis im Krieg, sondern was war euer schönstes Erlebnis? Und es gibt nicht einen, der darauf keine Antwort hat. Das glaube ich, ja. Danke. Ja, es wäre schön, wenn wir noch mehr Menschen hätten, die in dieser Richtung arbeiten. Und ich finde es auch schön, auch gerade für die Ukraine-Hilfe, wie gesagt, nochmal, warme Sachen, warme Kindersachen. Bis, also nächste Woche Montag, das letzte Mal, dass wir die hier jetzt erstmal einsammeln können. Vorerst, vielleicht geht die Aktion dann auch wieder weiter. Aber dann geht die erste Fuhre runter in die Ukraine. Und wir müssen einfach mehr tun. Wir müssen mehr tun. Und schön ist eben, wie gesagt, dass auch Leute von uns, von den Mahnwachen, also der Olli hier aus Braunschweig, der Björn aus Hannover, der hat sogar ein eigenes Wohnmobil dafür gekauft von seinem letzten Geld. Und die werden also diese Spendenaktion darunter auch begleiten, um auch mutig, wie sie sind, das Ganze eben halt auch zu dokumentieren, damit wir auch wissen, dass das, was wir hier getan haben, nicht in irgendwelche dunklen Kanäle landen, sondern dort, wo es auch notwendig ist. Und vielleicht auch, wenn keiner von den beiden gerade heute hier ist, so nochmal einen Riesenapplaus auch für